Achtung, Leute. Meredith Stout. Ich vermute, das warst du am Apparat. Ich habe ein Angebot. Du Schlampe, denkst du, kannst mich erpressen? Bedingungen stellen? Hast du noch was zu sagen? Lass deine verfickten Flossen von mir! Scheiße, Meredith! Halt's Maul! Ist das verfickte Teil fertig? Fertig. Jetzt beantwortest du meine Frage. Wahrheitsgemäß. Direkt. Bist du alleine hier? Ich sag dir, wer alleine ist. Du! Ohne den Transport bist du erledigt. Und kein Schwein wird dir helfen. Kein Wort mehr! Geht nachsehen. Sofort. Hör genau zu. Dieses Stück Scheiße, Anthony Gilchrist. Ist er dein Kontakt? Hat er Infos zum Konvoi durchsickern lassen? Hab keine Verbindungen zu Militech. Nada. Ist wahr. Woher zur Hölle weißt du dann so viel? Alle Konzerne folgen denselben Regeln. Ich kenne das Spiel auswendig. Hör zu, ich weiß, wo der Transport ist. Ich kann dir helfen. Aber ich will eine Gegenleistung. Ich hab's doch gesagt, verdammt! Ich bin kein Verräter! Wie oft denn noch? Bringt ihn zum Schweigen! Lasst mich sofort gehen, sonst... Wie könnt ihr loslassen? Wir wissen, was sie zu sagen hat. Hättest du nicht gleich locker bleiben können? Halt deine Scheißfresse. Was willst du? Ich brauche einen Bot. Einen Flathead. Die Typen, die dich abgezogen haben, haben ihn. Wenn ich den Bot krieg, zeige ich in die richtige Richtung. Hast du einen Plan, wie du sie handhaben willst? Könnt ihn mir einfach holen. Mit Gewalt. Aber sie erwarten eine Bezahlung. Wäre also auch eine Möglichkeit. Gut, zweiteres. Unter einer Bedingung. Du bezahlst mit unserem Geld. Agieren bei Militech alle so dezent wie du? Da ist ein Virus auf dem Chip, ganz klar. Das stimmt. Wenn was schief läuft, werde ich durchlöchert wie ein Sieb, nicht du. Zeit mit offenen Karten zu spielen. Was ist da drauf? Spionage-Malware. Verfolgt Finanzbewegungen. Nichts, worüber du dir Gedanken machen musst. Klingt zumutbar? Bin dabei. Zahl einfach mit dem Chip. Mehr musst du nicht tun. Aber versuch mich zu ficken und wir sehen uns schneller wieder, als dir lieb ist. Du machst einen Fehler! Die Schlampe ist schon so gut wie tot! Und sie wird dich mit runterhalten! Okay. Eddies auf dem Cred-Chip sind gesäubert.
bist du ja. Lass hören, was du rausgeholt hast. Wartest du schon lange? Mi madre meinte immer, Geduld zahlt sich aus, also? Gibt es ein Lebenszeichen von T-Bug? Habt ihr geredet? Ist up to date und scharf auf die Arbeit mit Dex. Bereitet sich schon vor. Die beiden kennen sich. Haben bis zu Dex Pause zusammengearbeitet. Dex hat die Maelstromer schon für den Konzernbot bezahlt. Aber wer weiß, ob die Gangster ihn tatsächlich rausrücken. Er hat im Voraus bezahlt? Ichule. Ach, scheiß drauf. Lass uns das Teil holen. Hast du schon einen Plan? Militech und ich sind uns einig geworden. Sie übernehmen die Kosten für den Bot. Echt schade um das ganze Geld. Vergiss es, Jack. Das hat nie uns gehört. Und wer weiß, ob der Deal überhaupt zustande kommt. Okay, ab in die Höhle der Borgbestie. Na dann, reden wir mal mit den Wichsern. Na gut, klopfen wir bei ihnen an. Mal sehen, ob sie aufmachen. Ach, diese Gangs sind doch alle gleich. Oh, nimm die Valentinos. Die glauben an Gott und die Santa Madre. Ehre bedeutet denen was. Kenn euch nicht. Wir wollen mit Royce sprechen. Dex schickt uns. Du weißt, was sie wollen, wie sie es bekommen und was sie so richtig anbieten. Wir warten schon. Bei Maelstrom kannst du dir nie... Gemütlich. Wähle nur noch ein paar Grünpflanzen. Oh ja, wirken verdammt gut vorbereitet. Hey, was war da drin? Ein Militärcluster. Diese Cabrones hätten ein paar Kisten abgegriffen. Nicht den ganzen verfickten Laster. Hab noch nie so eine gut gesicherte Fressfabrik gesehen. Das muss Ausrüstung vom Konvoi sein. Sind sicher wie Maden über rohes Fleisch hier gefallen. Antipersonenmine. Schrapnellschleuder mit Zielerfassung. Wunderbar. Dezent. In den Fahrstuhl, ihr scheiß Lemminge. Wir wollen uns nur einschüchtern. Cool bleiben wir. Denkt dran, wir sind in ihrem Terrain. Also, was wollt ihr? Wir wollen Royce sprechen. Business-Kram. Mr. Royce ist beschäftigt. Müsst mit mir vorlieb nehmen. Ihr habt einen Bot. Modell MT-0D12. Auch Flathead genannt. Und? Was geht euch das an? Mein Boss hat Brick schon dafür bezahlt. Wir sind nur zum Abholen da. Ich kann auch mit Royce sprechen, wenn nötig. Nope, du redest mit mir. Mein Name ist Dum-Dum. Aufs Sofa. Setzen. Zwing mich. Dachte schon, du fragst nie. Pack deinen Arsch aufs Sofa, wenn Jack, du keine... Jack, setz dich. Das nimmt kein gutes Ende. Scheiße. Also gut. Na los, entspannen wir uns. Endzug. Was kann die? Eskief. Der Scheiß haut richtig rein. Richtig abgefuckter Flash. Musst du selbst erlebt haben. Komm schon, versuch's mal. Danke, brauche ich nicht.
den Drogen, was, Prinzesschen? Hier ist er, der Flathead. Modell MT-0-D12. Militech wird nicht danach suchen? Scheiß auf Militech! Sollen sie es doch versuchen! Wir haben die Seriennummer entfernt und alles mit unserer Software entsperrt. Sobald er dir gehört, gehört er echt dir. Ich muss ihn sehen. Nur zu. Ziemlich heißes Teil. Dynamische Thermaltarnung. Perfekte Wahrnehmungsimmersion durch Raven-Steuerung. Aufgemotzte Prototypantriebe aus einem Titan-Vanadium-Aramid-Gemisch. Und sieh dir das an. Voll integrierter Link. Wenn die Spinne die Wände hochklettert und dann von der Decke baumelt, kommt einem das Essen wieder hoch. Und? Was denkst du? Okay, wir nehmen ihn. Super Zeug. Echt. Ja. Dann her mit dem Geld. Brick hat es. Alles schon bezahlt. Brick hat es. Also ich sehe Brickfick hier nirgendwo. Du etwa? Komm schon, du erwartest doch nicht, dass ich zweimal für das Teil zahle. Und vorher weißt du, Stück Scheiße, was ich erwarte. Wenn ich sage, du zahlst nochmal, dann zahlst du nochmal. Also gut, du willst den Flathead? Dann rück die Eddies raus. Chill mal, hier sind sie. Einfach so? Ohne mit der Wimper zu zucken? Willst du das Geld oder nicht? Hab noch zu tun. Weißt du, du hast gar nicht gesagt, wer euch geschickt hat. Für wen ihr arbeitet. Wir arbeiten für Dexter DeShawn. Dexter DeShawn! Der Fettsack, der wie beknackt halb Pacifica gefickt hat. Das ist er nicht tot. No, ganz im Gegenteil. Und er lässt schönen Grüßen. Was ist? Nimmst du mein Angebot jetzt an? Hier ist das Geld. Ich leg sogar noch ein Geschenk obendrauf. Militech ist euch auf den Fersen. Und zwar dicht. Was? Der Cratchip hatte einen Virus. Keine Sorge, hab ihn entfernt. Ja. Ist sauber. Diese Assi-Fotze. Jetzt muss ich mich um den Scheiß kümmern. Nehmt den Scheißbot und verpisst euch aus meiner Fabrik! Wenn das eine Scheißfalle ist, mach wir ich haben, das was wir Fleisch wollten. Dir. Nova, dann haut ab. Und hey, sagt Dex Hallo von mir, sobald ihr fertig seid, seinen Schwanz zu lutschen. So ein Stück Scheiße. Was zum Scheiße! Militech! Lass uns von hier verpissen! Geh nach! Militech hat es nicht mit dem Chip geschafft. Also kommen jetzt die großen Geschosse. Ist sowieso eher ihr Stil. Los! Wir fahren auf dem Fertigungsband. Schalt es ein. Noch warten. Los, Beeilung!
Verdammt! Sie ist hier irgendwo! Mit ihnen reden. Du hast doch meine Leute geschossen. Kennst du den Typen? Anthony Gilchrist. Noch immer am Leben. Und zur Abwechslung nicht gefesselt. Du hast ein gutes Gedächtnis für Namen. Aber das reicht leider nicht, wenn Militech aufkreuzt. Die haben zuerst geschossen. Das ist für das Militech-Management irrelevant. Aber wenn du mit Stark kooperiert hättest, wäre ich jetzt vermutlich tot. Du hast mir also unbeabsichtigt das Leben gerettet. Jetzt rette ich dir deins. Wir sind quitt. Ich geb's zu. Hab dich hier nicht erwartet. Man ist dir gefolgt, aber das wusstest du sicher. Stouts Leute waren dir auf den Fersen, meine auf ihren. Am Ende wurde sie nervös. Dachte, du wärst heimlich mit Maelstrom ins Bett gehüpft und hat den großen roten Knopf zu früh gedrückt. Klassiker. Wenn du mal nicht weiter weißt, schick einfach eine halbe Armee in eine Lebensmittelfabrik. Mhm, ganz genau. Ich habe dafür gesorgt, dass sich das Problem gelöst hat. Geschäfte mit Maelstrom nehmen selten ein gutes Ende. Hm? Und du, warum bist du hier? Nun,
muss immer noch herausfinden, wer der Informant ist. Hab gehofft, die Maelstromer könnten Licht ins Dunkel bringen. Wo ist eigentlich Royce? Mit dem muss ich auch reden. War mir ein Vergnügen. Oh Mann, wie. Hätte nicht gedacht, dass wir das überleben. Wir sind ein gutes Team, Jack. Das glaube ich auch. Ich bereue es jedenfalls nicht, mein Leben umgekrempelt zu haben. Das ist der süße Geschmack des Erfolgs, meine Liebe. Sag Dex, dass wir sein Spielzeug haben. Dann triff mich im Afterlife zum Feiern. Hi, Loikovi. Sieht's aus, Miss V. Hab den Bot. Und wie ist es gelaufen? Gab's Probleme? Und was ist mit der Militech-Sache? Natürlich gab's Ärger. Royce war's scheißegal, dass du und Brick euch geeinigt hattet. Wie hast du ihn überzeugt? Mit der Konzernfrau? Hab Stout getroffen. Wir haben einen Deal. Tian, sie an. Hat mir den Chip und die Maelstrom-Kohle gegeben. Ich hab Royce gewarnt. Wir hatten einen Deal. Du hast was drauf, Miss V. Alles bereit. Es kann losgehen. Was jetzt? Jetzt erledigt ihr euren Job und besorgt uns den Biochip. Wir besprechen den Rest im Afterlife. Wir sehen uns dort. Okay, bin gleich da. Bis dann, Miss V.